Der heutige Tag bringt uns einen Koalitionsausschuss. In diesem Koalitionsausschuss wird sowohl über Europa als auch über Asylpolitik gesprochen, aber auch über ein Thema, das im Augenblick die Menschen bewegt. Das ist das Baukindergeld. Wir haben in der Klausurtagung der geschäftsführenden Fraktionsvorstände von CDU, CSU und SPD beschlossen, dass wir ein Baukindergeld auf den Weg bringen wollen und dass dafür pro Kind in den 10 Jahren 12.000 Euro zur Verfügung gestellt werden sollen. Und da hat es nun Diskussionen gegeben, ob die dafür vorgesehenen Finanzmittel reichen. Und es waren Flächenbegrenzungen vorgesehen. Die CDU-CSU-Bundestagsfraktion wird Flächenbegrenzungen nicht mitmachen. Dies ist auch wäre eine erhebliche Benachteiligung im ländlichen Raum, weil dort etwas größer gebaut wird, weil die Baugrundstücke wesentlich billiger sind als in den Verdichtungsgebieten. Und es wäre ein Bürokratiemonster geworden mit weiteren Nachweisen. Dies alles machen wir nicht mit. Und darüber muss man heute Abend reden, wie wir dieses Thema Baukindergeld auf den Weg bringen können. Viele junge Familien warten bereits darauf, dass sie das Geld bekommen. Wir haben auch gesagt, dass wir es rückwirkend machen. Deswegen haben einige jetzt ja auch schon mit dem Bauen begonnen und sich nicht an irgendwelche Quadratmeterzahlen orientiert. Also das wird ein zentrales Thema. Und ich möchte eigentlich den jungen Familien in unserem Land zurufen, wir werden das Baukindergeld so machen, dass sie für jedes Kind diese 12.000 Euro in den 10 Jahren bekommen und dass sie sich den Wunsch erfüllen können, Eigentum zu bilden. Das muss die Botschaft sein.